heute hier sein zu können. Ich habe einen Text mitgebracht, der mir immer selber sehr viel Spaß macht. Mein Tag heute war anstrengend, von daher dachte ich, machst du den, super. Genau, und zwar habe ich den geschrieben, als ich ein Praktikum gemacht habe, als Regieassistentin direkt nach dem Abi, 2017, habe ich 2016 Abi gemacht. Ja gut, ich habe das Praktikum durchaus recht lange gemacht. Kommt hin. Auf jeden Fall handelt er davon. Und er geht folgendermaßen. Viel zu lange 12 Jahre, nach denen ich mein Abi habe. Mir steht die ganze Welt jetzt offen und das macht mich leicht betroffen. Ich beginne mich zu verlieren, alle anderen am Studieren. Nee, ich will mich noch orientieren. Floskel ich jedes neugierig Nachgefragte und nach der Schule weg. Ach komm, hau mir ab mit deiner Sportwissenschaft. Du weißt doch selbst nicht, was das soll, aber BWL war halt schon voll. Und dann diese ehemaligen Verbündeten, die vollkommen schamlos nun verkündeten, sie studieren jetzt dies und das auf Lehramt. Oh, Verräter, wie hab ich dich verkannt? Vor 3 Wochen noch mit am Lästern, jetzt alles Schnee von vergangenen Semestern. Reden stehen wir voreinander. Meine Violine spielt traurig vor sich hin, ein Szenario, wie ich es nur in John Green-Romanen find. Voll Tränen in den Augen stelle ich dir die Frage, was haben die, was ich nicht habe? Und sag jetzt bloß nicht ein NC. Ich meine, wie darf ich das verstehen? Komm auf die dunkle Seite der Macht, wir kriegen BAföG. Alleine diese Vorstellung, wenn es irgendwann mal wieder heißt, ich klopfe, du redest und du vor meinen Kindern schließt. Mit mir nicht. Ich lasse mich nicht in irgendwelche langweiligen Studienfächer, Schubladen, Färchen und entsage diesen Himmel auf Erden, für den sie alle wärmen. Die Internetseite des Arbeitsamts hat es in der Schule schon erkannt. Sie sind der kreative Typ. Ich hätte auch einfach direkt sagen können, dass ich die Arschkarte gezogen habe. Aber nee, ich tue meiner Meinung nach das einzig Richtige und mache erstmal ein schön solides, schlichtweg schlecht bezahltes Praktikum. Das einzig wahre Anagramm für Kaffeekoch. Ist eigentlich ganz schön zu wissen, wie sich Starbucks-Angestellte so den ganzen Tag fühlen. Wenn ihr mich fragt, ich bin ja der Meinung, die Leute, die da arbeiten, sind im Grunde alles Praktikanten, die den Absprung nicht geschafft haben. Klingt zwar im ersten Moment traurig, aber ich bin ehrlich, so mit dem passenden Equipment, das ist eine andere Story. Also, so ein richtiger Arschwärmes. Ich meine, ein Praktikant. Nee, das ist eine feine Sache. Den lieben langen Tag von A nach B gerannt, hier mal angepumpt, da mal wieder nicht erkannt. Was machen Sie denn hier? Arbeit, Chef, schon seit 2 Monaten. Stimmt, ja, dann schleppen Sie doch direkt mal die 30 Stühle hier hoch bis in den Hades, der unser Dachboden ist. Sie sollen ja schließlich was lernen. Ich halte kurz inne und fühle mich wie der Dicke aus der Hangover, der angestrengt versucht, einen Zusammenhang zwischen dem Gesagten herzustellen. Ich gebe es auf, das ist aussichtslos. Aber Lehrjahre sind ja nun mal keine Herrenjahre, das weiß ja wohl jedes Kind. Und wo wir schon beim Thema sind, wenn ich jedes Mal, wie ich diesen Satz hörte, 1 Euro bekommen hätte, dann hätte ich ganz sicher nicht dieses Praktikum machen müssen. Ich gebe zu, so manches Mal einfach mit zum Heulen schreien. Aber nein, ich will nicht undankbar sein. Außerdem ist nach dem Spielen hier vor dem Spielen und dann welches Jahr das zählt. Tja, gut, dass ich keinen Kompass bedienen kann und mein Navi sich vor geraumer Zeit ganz von alleine auf puerto-ricanisch gestellt hat. Es wird wohl abenteuerlicher als ursprünglich angedacht. Ist aber auch angebracht in Anbetracht der Tatsache, dass ich im Grunde gar nicht weiß, wohin. Präziser, worin ich mich weiterbilden soll. Meine Ideen sind alle viel zu unkonventionell und kosten alle zu viel Geld. Tja, was kostet die Welt nun also wirklich? Zu viel, eindeutig. Ich bin buchstäblich zu jung und brauche das Geld. Also lebe ich so in den Tag hinein, verschönere ihn durch diesen Wein. Ich lasse dem Schicksal seinen Lauf und glaube nicht, vertraue darauf. Denn aus der Schule bin ich raus. Geil, denke ich. Abi zahlt sich aus. Dankeschön.